Wir sind wieder auf dem Fluss. Die Mannschaft ist unruhig. Ein Unwetter kündigt sich an. Weil das Umland hier flach ist, kann ein Sturm weit ausholen. Schon manchen Irrawaddy-Schiffer hat ein plötzlicher Orkan auf den Grund gesetzt. Der Sturm zieht vorüber, wir haben Glück gehabt, die guten Geister waren mit uns. Buddhismus und Geisterglaube sind in Burma kein Gegensatz. Geister gehören zum täglichen Leben, man schließt Bünde mit ihnen, sie haben sogar einen Wohnort. Hoch über der Ebene von Pagan residieren sie auf dem Berg Popa. Matoto tanzt sich in Trance. Ein Geist ist in sie gefahren. Er will rauchen. Matoto gibt ihm, wonach er verlangt. Manche Geister wollen essen und trinken. Matoto ist auch darauf vorbereitet. Die Geister Nats, nennt man sie in Burma, sind Personen der Geschichte, die einen tragischen Tod fanden. Tote, die nicht zur Ruhe kommen. Nats sprechen durch ein Medium. Matoto ist ein Medium. Nats fragt man um Rat, sie sprechen aber auch unaufgefordert wie jetzt zu Usor, unserem offiziellen Aufpasser. Ich kann sehen, dass du nicht zufrieden bist. Du haderst mit deinem Leben. Du möchtest Wohlstand. Ich bringe dir Wohlstand. Hier, nimm die Zigarette. In 3 Tagen gebe ich dir ein Zeichen. Dann gehorche den Nats bedingungslos. Matotos Worte sind Gesetz. Nun trägt sie grün, ein anderer Naht ist in sie gefahren, der will Früchte. Erst dann ist er bereit zu sprechen. Der Naht sagt, du sollst beten. Dabei trage Braun. Auf keinen Fall darfst du dir während deiner Periode das Haar waschen. Gib mir die Rose. Niemand hier würde Matotos Übermittlungen aus dem Jenseits anzweifeln. Matoto trägt schwarz und raucht Zigarre. Meister der neuen Städte heißt der Naht, der sie jetzt beseelt. Und er will Geld. Du verrätst deine Familie. Du sorgst nicht für sie. Deine Frau geht ihre eigenen Wege. Bringe den Naht sein Opfer und trage niemals schwarz. Und hüte dich vor falschen Freunden. Hör auf mich! Der Wasserpegel ist weiter gesunken. Langsam tasten wir uns flussaufwärts. Die Wassertiefe beträgt jetzt 1,90. Bei 1,50 setzen wir auf. Mir ist es hier nicht geheuer. Dieses Schiff ist alles, was ich habe. Vor 30 Jahren hatte ich in dieser Gegend Pech. Felsen haben uns den Maschinenraum aufgerissen. Danach lag das Boot 4 Tage auf Grund. Zwei Tage später erreichen wir Mandalay, die Königsstadt.
Nach dem buddhistischen Kalender sind es noch 3 Tage bis zum Jahreswechsel. Überall sammeln junge Frauen Geld für die anstehenden Feste. Ein endloser Konvoi aus Bussen und Lastern verstopft die Straße nach Mandalay. Alle wollen dabei sein, wenn die Stadt feiert. Mit einem Wasserschwall kommt das neue Jahr. Das Alte will fortgewaschen werden, so ist es Tradition. Wasser schwappt aus Eimern und schießt aus städtischen Hydranten. Jeder wartet darauf, ein trockenes Opfer zu finden. Tingyan, das Wasserfest, markiert die Jahreswende. Ab heute steht für 5 Tage Burmas Wirtschaftsleben still. Nicht einmal das ungeliebte Militär kommt trocken davon. Die Innenstadt Mandalays vibriert im Technorhythmus. Für Burmas junge Generation ist Tingyan die einzige Gelegenheit, für ein paar Tage aus den Regeln und Verordnungen der Militärjunta auszubrechen. Öffentliche Ansammlungen lassen die Generäle ansonsten nur bei ihren eigenen Kundgebungen und Paraden zu. Mandalay kocht und mancher kocht über nach zu viel Bier. Es ist so gut. Es ist ganz einfach super. Um 4 Uhr morgens ist Mandalay noch erschöpft. Doch in der Mahamuni-Pagode beginnen schon die ersten Zeremonien. Der Pagode größter Schatz ist dieser Buddha, den alten Weisen nennt man ihn. Er ist der älteste und wohl auch der wertvollste Buddha ganz Südostasiens. Vor fast 2000 Jahren hat man ihn in Bronze gegossen. Er ist von einer dicken Goldschicht bedeckt und mit Schmuckstücken von unschätzbarem Wert behängt. Upunya, der Abt, ist die höchste religiöse Instanz von Mandalay. Der alte Weise befindet sich in seiner Obhut. Jeden Morgen, pünktlich um 4.15 Uhr, beginnt der Abt das immer gleiche Ritual. Er befreit den Buddha von seinem Nachtgewand, dann wäscht er ihm das Gesicht und putzt ihm anschließend die Zähne. Seit über 30 Jahren macht er das jeden Tag, immer mit derselben Hingabe.
Nach der Morgenwäsche klebt er als Zeichen seiner Verehrung hauchdünne Goldblättchen auf den Körper des Buddha. Dem Abt folgen die Gläubigen. Genährt von vielen Gold ist Buddha im Laufe der Jahrhunderte immer üppiger geworden. Etwa 1 Euro kosten 10 Blättchen, das ist viel Geld für sie. Aber ihr Glaube sitzt tief. Seit 37 Jahren wasche ich unseren Meister und putze ihm die Zähne. Nicht einen einzigen Tag habe ich ausgelassen in all diesen Jahren. Ich habe ihm mein Leben gewidmet. Burma und Mandalay nannte man früher in einem Atemzug. Heute ist kaum noch etwas von der Pracht der alten Königsstadt zu finden. Mehr Chinesen als Burmesen leben mittlerweile hier. Doch in der 36. Straße hat sich kaum etwas verändert. Seit Generationen hämmern hier die Goldschläger. Stunde um Stunde schlagen die Männer auf einen hirschledernen Balk ein, um aus winzig kleinen Goldstücken die begehrten hauchdünnen Blättchen zu formen. Fast 5000 Blättchen schlagen sie aus 60 Gramm Irrawaddy-Gold. Dorthin Ye ist fast schon 80 Jahre alt, aber immer noch führt sie ihr Goldgeschäft mit eiserner Hand. Das Gold kommt aus dem Irrawaddy. Unsere Familie macht das seit 9 Generationen. Als ich 13 oder 14 war, hat mich mein Vater ins Geschäft geholt. Ich musste alles über Gold lernen. Mein Mann hatte keine Ahnung davon. Ich habe Kinder und viele Enkel, aber der Boss bin immer noch ich. In diesem Land sind wir alten Frauen stark. Heftiger Regen hat den Irrawaddy über Nacht ansteigen lassen. Der Kapitän muss sich nicht mehr um sein Boot sorgen. Weiter geht es nach Norden. Uns lockt das Gold. In der Höhe von Bamo tauchen am Horizont Schiffe auf, die Boote der Goldsucher. Ich sehe so 100 Schiffe, vielleicht mehr. Wir suchen einen Platz zum Anlanden. Goldsucherromantik haben wir insgeheim erhofft.